Tür auf! Tobias! Geh weg, ich will allein sein. Die letzten drei Tage habe ich dir den Gefallen getan. Wenn du heute nicht aufmachst, rufe ich die Feuerwehr. Mir geht's auch nicht blendend. Was ist da? Reden. Wie geht's dir? Ich frage das nicht als Arzt, sondern als Freund. Mir ging es noch nie besser. Es war eine einmalige Sache, Tobias. Damit wirst du nicht wieder rückfällig. Es ist doch nur in dieser einen Nacht passiert, oder? Bist du das sicher? Hast du seitdem wieder was genommen? Mann, ich mache mir Sorgen um dich. Wir machen uns Sorgen um dich. Du kommst jetzt mit in die Praxis. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Wir brauchen dich in der Praxis. Die Praxis ist nicht mehr für mich. Okay. Gut. Dann bleib ich hier so lange sitzen, bis du dich duschst, anziehst und mitkommst. Hey, was machst du denn hier? Ich muss arbeiten. Und ich muss dich sehen. Komm, wir feiern unser Einmonatiges. Hä? Wer feiert denn Einmonatiges? Na los, nur ein Schlückchen. Ich bin im Dienst, ich kann nichts trinken. Ach, sei doch nicht so spießig. Für mich bis 16. Ein Knutschfleck machen. Frau Doktor, ja, hoffentlich ist es keine Bindehautentzündung. Naja, also wenn Sie die Medikamente nehmen, dann wird es auf jeden Fall besser. Oh Gott. Bindehautentzündung. Na, da will ich nicht länger stören. Gute Besserung. Dankeschön. Ich liebe dich. Also, geht doch. Siehst super aus. Ja, sag mal, wissen die anderen eigentlich Bescheid? Die denken alle, du bist überarbeitet. Okay. Danke. Hast du deine Karte noch mehr auf? Ich baue gerade einen neuen Turbolader ein. Ist der Wagen nicht so schon schnell genug? Kann nicht schnell genug sein. Ein paar PS kann man immer rausholen. Du es meinst? So, ich bin mal eine Stunde weg, gell? Jetzt hängt er immer noch über dem alten Schrotthaufen. Ich glaub's ja nicht. Und was haben wir gesagt? Kein Besuch in der Werkstatt. Wir haben nur kurz Pause gemacht. Pause? Jetzt? Wenn ich zurück bin, ist der Auspuff da hinten flott. Ist das klar? Ja. Ich mach mich da mal vom Acker. Kommst du übermorgen? Was für eine Frage. Dein erstes Rennen lass mir doch nicht entgehen. Was ist denn los? Ist okay. Ein bisschen schön. Ah! Ey, Dimitri, scheiße, Mann! Was ist denn los mit dir? Ey, sag doch was! Mama, ich glaube, Dimitri hat einen epileptischen Anfall. Er zittert und zuckt. Okay, pass auf seinen Kopf. Auf. Stütz seinen Kopf. Und dann? Dann lass ihn auskrampfen und dann stabile Seitenlage. Du bist wahrscheinlich ein fokaler Anfall mit motorischen Symptomen. Was soll das sein? Ich vermute, dass du einen epileptischen Anfall hattest. Einfach so? Naja, man muss kein Epileptiker sein, um einen Krampfanfall zu bekommen. Das kann theoretisch jedem passieren. Warum gerade jetzt? Ich hatte doch noch nie was. Naja, Übermüdung kann ein Grund sein. Oder eine Beschädigung des Gehirns. Ich konnte in letzter Zeit wirklich nicht so gut schlafen. Kann aber auch Vererbung sein. Leidet jemand in deiner Familie oder Verwandtschaft unter Epilepsie? Nein. Okay. Am besten ruhst du dich jetzt erstmal etwas aus. Später machen wir noch ein EEG, ja? Um genau herauszufinden, was für eine Art Anfall du hattest, okay? Ja. Kaiel, wenn mich deine Mutter krank schreibt, dann kann ich meine Karre holen und rufe fürs Rennfit machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieso? Mann, verstehst du das nicht? Es kann sein, dass du eine schlimme Krankheit hast und du denkst nur ans Rennen? Glaubst du an den Quatsch? Epilepsie und sowas? Meinst du, meine Mutter sagt so etwas aus Spaß? Ich weiß sie doch nicht mehr an, Alter. Beruhig dich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass Dr. Olsen so schnell wieder in die Praxis zurückkommt. Vielleicht hätte er sich ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Naja, wir hatten alle ganz schön viel um die Ohren in letzter Zeit, oder? Ich meine, Sie haben die Praxis geschmissen und haben gleichzeitig auch noch das Kind nebenbei geholt. Ach, alles gut. Ich bin gerne hier. Moin. Ah. So, dann legen wir gleich los. Schön, dass du wieder da bist. So, also,
Die Notfallpraxis ist nun nicht mehr durchgehend geöffnet, sondern nur noch von 8 bis 24 Uhr. Ja, und wir wollen diese Öffnungszeiten auch gerne in Zukunft beibehalten. Oh, das hat sehr gut funktioniert. Dr. Olsen? Ja, es tut mir leid. Ich kann nicht. Also plant alles erstmal ohne mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch hierher gehöre. Warum das denn? Wie soll die Praxis ohne Sie funktionieren? Im Moment ist alles völlig durcheinander und ich brauche einfach Zeit für mich zum Nachdenken. Tobias, lass uns doch bitte respektier das, okay? Ich melde mich. Du kennst doch Leon, oder? Welcher Leon? Den aus der Parallelklasse. Ist den. Oh. Entschuldigung, was hast du gesagt? Leon aus der Parallelklasse. Ach so, ja klar. Der ist doch super süß, oder? Ach, du stehst auf ihn? Also, hey, was ist denn? Ja, also ich habe mich mit ihm getroffen und... Was hast du denn? Was meinst du denn? Hey. Hm? Ich weiß auch nicht, was er hat. Was kann ich denn sagen? Vielleicht Hunger? Nee, kann nicht sein. Ich habe ihn gerade erst gestillt, bevor ich los bin. Ja, du hast keinen Hunger, oder? Nein, du hast keinen. Ja, ich mache mich dann wieder auf den Weg, okay? Ich dachte, du kommst noch mit rein. Nee. Kümmer du dich mal um Sammy und wir reden dann ein anderes Mal weiter, ne? Tschüss. Tschüss. Das EEG misst deine Hirnströme und zeichnet sie grafisch auf. Und darauf können Sie irgendwas erkennen? Ja, zum Beispiel, ob es krankhafte Veränderungen gibt. Dann wäre das Rückfallrisiko erhöht. Wäre ich also ein Epileptiker? Tendenziell ja. Aber selbst dann müssen wir weitere Tests machen, um ganz sicher zu sein. Und was ist, wenn nicht zu erkennen ist? Dann müssen wir weitersuchen. Ursachen können auch Herzrhythmusstörungen oder psychische Erkrankungen sein. Alter, ich bin nicht gestört. Hab auch keiner gesagt. Ich habe nur ein paar Beispiele gegeben. Ne? Der Anfall kann viele Auslöser haben. Doch jetzt zurücklehnen, entspannen und die Aufzeichnung geht los. Und sind die Ergebnisse da? Ja. Bei uns in der Praxis hat sich Dr. Olsen darauf spezialisiert, er ist gerade nicht da. Ich hoffe, dass wir morgen damit rechnen können. Kannst du übermorgen Nachmittag auf Sammy aufpassen? Da hat Dimitri sein erstes großes Rennen. Darf der überhaupt schon fahren, nachdem er diesen Anfall hatte? Ich muss mich um ihn kümmern, so oder so. Clara braucht mich aber auch. Wir haben bestimmt seit Wochen nicht mehr richtig miteinander geredet, weil ich mich ständig um Samuel kümmern muss. Dann treff dich morgen mit Clara, da habe ich Zeit. Clara kann aber morgen nicht. Ich kann nur meinen Freund nicht in den Stich lassen. Ich meine Freundin aber schon. Hey. Komm mal. Lass. Ich sag das Treffen ab. Nein, warte. Ich kümmere mich und frag die anderen. Die finden schon jemanden. Ich frage mich leider. Das mag er nicht. Hi. Hi. Ich vermisse dich. Wir haben uns doch erst vor ein paar Stunden gesehen. Du lässt mich gerade voll abblitzen, ne? Nein. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Was hast du denn, mein Schatz? Ah, egal. Später, okay? Pass auf. Ich führe dich heute Abend aus und dann kommst du wieder gut drauf, ne? Willst du nicht lieber zu mir kommen und wir machen es uns gemütlich bei mir? Ach komm, sei doch kein Langweiler. Du findest mich langweilig? Nein. Du bist die aufregendste Frau, die ich kenne. Aber noch heißer wirst du, wenn ich dich heute Abend ausführen darf. Okay, überrasch mich. Ich liebe dich auch. Du bist verrückt. Ich weiß. Ich hab schon damit gerechnet, dass du kommst. Störe ich? Ja, das tust du. Keine Angst, ich brauche nur den fachlichen Rat. Als Vorwand, um mich wieder in die Praxis zu holen? Nein, dafür brauche ich keinen Vorwand. Tobias, was ist los? Wenn du nicht redest, dann kann ich dir nicht helfen. Das würde ich gerne, du bist mein Freund. Ich weiß einfach nicht, ob ich mit dem Stress in der Praxis klarkomme. Deswegen haben wir doch die Öffnungszeiten geändert. Weißt du eigentlich, was es für mich bedeutet, wenn ich wieder süchtig werde? Hm? Ich verliere meine Approbation und ich darf nicht mehr Arzt sein. Ich weiß, ja. Gut. Vielleicht nicht so verkehrt. Kann ich eigentlich mal abhauen. So weit wird's nicht kommen, das verspreche ich dir. So was kannst du versprechen? Das ist das EEG von Dimitri. Übersteigt meine neurologische Kompetenz. Ja, ich werde dir dankbar, wenn du mir damit noch helfen könntest. Ich schicke dir einen Mail. Los. Oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Wie kommst du zu dieser Dachterrasse? Gehört ein Freund von mir.
Jetzt können wir ungestört unser einmonatiges feiern. Wow. Sibel, das war der schönste Monat in meinem Leben. Typisch Künstler, übertreibt mal wieder über alle Maßen, ne? Nein, ich meine das wirklich ernst. Für mich war es auch sehr schön. Es gibt manche Menschen, die... Sie bekommen im Leben eine zweite Chance, damit sie erkennen, was gut für sie ist. Und weißt du, ich werde dich nie wieder gehen lassen. Tu mir das nicht an, bitte. So. Er hat keinen Anfang und auch kein Ende. Und diese drei kleinen Steinchen, die stehen für Yunus, dich und mich. Sibel, willst du meine Frau werden? Ja, ich will. Wirklich? Ja? Hast du nicht wirklich geglaubt, dass ich einfach so gerne dich vorher zu küssen? Ne? Wieso? Du hattest doch deinen Spaß. Wieso also noch bleiben? Stimmt. Aber so einfach wirst du mich nicht wieder los. Ich lasse dich nie wieder gehen. Jeden Morgen wirst du dieses Gesicht sehen. Müssen. Willst du mir drohen? Keine Angst davor. Wir sollten es Jonas sagen. Hauptsächlich aus den Socken. Darf ich? Was machst du denn hier? Ich muss dir was sagen. Hast du was mit Mama? Nein, also, ja, deine Mutter und ich, wir werden heiraten. Was? Du verarschst mich jetzt. Nein. Wahnsinn. Grandios. Echt gute Wahl. Danke. Du musst mir alles erzählen, wie war's? Ja, ich hab Sibel auf der... Sie hat sofort ja gesagt. Ja, also wir sind auf der Dachterrasse gewesen. Und wie hast du sie gefragt? Kannst du mich mal aussprechen? Wann ist die Hochzeit? Weiß ich nicht, wir haben noch keinen Termin. Ich kann das gar nicht glauben. Meine Eltern heiraten. Das hast du echt gut gemacht, Alter. Alter? Ich meinte Papa. Ich bin gerade mit einem anderen Patienten zugange, kommt die Polizei rein mit einem Typen, der ein Messer im Hals zu stecken hat, was ihm seine Freundin beim Frühstück reingerammelt hat. Was ist denn? Tut mir leid, mir geht's beschissen. Wenn du Max hier nicht begegnen willst, dann können wir auch woanders hingehen. Nee, ist ja auch Quatsch, Entschuldige. Habt ihr denn seitdem miteinander geredet? Nee. Und du wolltest mir was erzählen, oder? Ist jetzt nicht so wichtig. Hast du denn was von Tobias gehört? Mama, das hast du super geil gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dein Trauzeug, okay? Was? Mama und Mike heiraten. Was? Entschuldigung, darf ich? Mike hat mir gestern einen Antrag gemacht. Du hast ja gesagt, oder? Was hätte sie denn sonst sagen sollen? Yunus, es gibt so viele Möglichkeiten auf einen Antrag. Aber findest du das nicht gut? Doch, ich find's toll. Nur, dass du dir gar keine Bedenkzeit ausgewählt hast. Du doch nur, weil du gerade mitten in der Trennung steckst. Das stimmt doch. Sophie, tut mir leid, ich hab ist das... Okay. Ist okay, ich hätte... Also, ich hätte mich nur... Also, ich hätte mich gefreut, wenn du es mir selber gesagt hättest. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, komm. Ja, Wahnsinn. Warum geht sie nicht ans Telefon? Ja, vielleicht stimmt es gar nicht. Wovon redest du? Vielleicht will Sibel diesen Mike überhaupt nicht heiraten. Ach, wenn Jonas sagt, dass die beiden heiraten wollen, dann wird das wohl stimmen. Wenn du es sagst. Ja, oh, ich freue mich so. Endlich können wir auch Hochzeit feiern. Ja, geht es dir nur um die Feier? Ach was, so ein Quatsch. Aber unsere Freunde haben alle riesige Hochzeitsfeste ausgerichtet für ihre Kinder und wir nicht.
Außerdem freue ich mich, dass sie bald endlich jemanden hat, der sie glücklich macht. Und wer soll das alles bezahlen? Hä? Diese Musiker, die haben bestimmt kein Geld. Geht es dir wirklich nur darum? Freust du dich denn überhaupt nicht für deine Tochter? Ja, aber muss das unbedingt dieser Mike sein? Hier, hey. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Woher wusstet ihr davon? Unsere Quelle halten wir geheim. Das geht aber flott bei euch beiden. Alles Gute. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich kein großes Ding draus machen. Ja, so eine Hochzeit ist ja schon was Besonderes. Noch bin ich ja nicht verheiratet. Ja, kannst du noch abspringen. Hm? So, war ein Spaß. Ich gehe mal wieder arbeiten. Dankeschön. Ja, ich war gestern noch bei Tobias und habe ihm das EEG von Dimitri vorbeigebracht. Er hat mir immerhin die Auswertung per E-Mail zurückgeschickt. Ah, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Keine Ahnung. Im Moment erkenne ich ihn nicht wieder. Er macht komplett zu, will keine Hilfe. Hm. Was sollen wir denn mit ihm machen? Ich weiß es nicht. Ich will ihm auch keinen Druck machen. Vielleicht einfach nur da sein als Freund. Was hast du denn hier? Du hast es wahrscheinlich schon gehört, dass... Weißt du, das und Sibyl und du, ja? Das ist keine gute Idee. Ich weiß, wir haben keinen guten Start gehabt, aber... Na komm, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich muss wissen, ob ich was bedenken muss. Na, du weißt schon, andere Kultur, andere Sitten. Ach, keine Ahnung. Guck im Internet. Okay, verstehe. Dann frage ich jemand anders. Ja. Hey, Mike, warte mal. Komm her, ich helfe dir. Aber denk nicht, dass sich dadurch irgendwas zwischen uns ändert, okay? Ich mach das hier wegen Sibel, nicht wegen dir. Schon klar. Hast du bei meinem Vater schon um Sibels Hand angehalten? Natürlich nicht. Gut. Dann gibt's auch keine Hochzeit. Du verarschst mich jetzt, oder? Guten Morgen, Dimitri. Ja, ich hab leider keine so guten Nachrichten für dich. Komm damit schon klar. Die Auswertung des EEGs hat ergeben, dass du tatsächlich einen epileptischen Anfall hattest. So eine Scheiße. Bislang war es nur ein einzelner Anfall. Und was ist, wenn ich während des Rennens noch einen habe? Naja, so also müssen wir rauskriegen, was diesen Anfall ausgelöst hat, bevor du wieder in ein Auto steigst. Aber ich muss damit fahren, das ist schon morgen. Nee, solange wir nicht wissen, was du hast, fährst du nicht Auto, okay? Verdammt. Das war's dann. Das wäre meine große Chance gewesen. Tut mir leid. Paula? Alles okay? Naja, schon gut. Ehrlich? Ja. Sie gehen also wirklich? Also bitte sagen Sie den anderen nicht, dass ich da bin. Ich will keine Unruhe verursachen. Vielleicht tut Ihnen ein bisschen Abstand ganz gut. Manchmal braucht man einfach eine Pause. Und was ist mit Ihnen los? Bei Ihnen läuft es auch nicht so rund, oder? Überhaupt nicht. Naja, ich gehe dann mal wieder. Mala, sagen Sie, wollen wir heute Abend richtig schön essen gehen? Ich weiß nicht. Ich könnte ein bisschen nette Gesellschaft wirklich gut gebrauchen. Okay, gut. Okay. Entschuldigung. Was ich noch sagen wollte, ja? Diese Sache zwischen Sophie und mir. Hey, Max, ich mische mich da nicht ein. Ja, nur nicht, dass das zwischen uns steht. Wieso sollte es? Das ist eure Sache. Ja, ihr beide habt gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Freust du die Trennung? Naja, es ist nicht einfach zu akzeptieren, dass es da jemand ist, den man sehr gerne hat, aber die Umstände machen es einem unmöglich, mit diesem jemand zusammen zu sein. Ja. Aber ich bin ja auch nicht wirklich ein guter Ratgeber bei allem, was ich falsch gemacht habe. Immerhin heiratest du bald den Vater deines Sohnes. Nach 18 Jahren, ja, das sagt ja wohl einiges. Ne? Na gut, ciao. Ciao. Und wisst ihr, was steht da? Der arme Kerl mit der Unterarmfraktur. Und ich sag mir mal, 5 Mal, bitte die Hose runterlassen, weil ich in die falsche Richtung gucke. Das ist lustig, oder? Ja. Allerdings. Das ist lustig. Aber jetzt wollen wir mal reden, Paula Hansen.
Was ist los mit Ihnen? Das wollen Sie doch gar nicht wissen. Doch. Was soll ich wissen? Ich bin jetzt seit 20 Jahren verheiratet. Ich habe mit meinem Mann die eine oder andere Krise durchgemacht. Jetzt ist die Luft raus. Sie wollen das beenden? Das können Sie nicht. Sie können das nicht einfach wegschmeißen. Das ist einfach nur noch Langeweile. Alltag kann Gift für eine Beziehung sein. Sie müssen versuchen, Momente zu finden, die nur Ihnen beiden gehören. Was? Was? Wo haben Sie das denn her? Ist es nicht so? Sie sind wie ich. Das bin ich überhaupt nicht. Oh doch. Wenn es um andere geht, dann wissen Sie immer einen Rat. Aber bei sich selbst, da sind Sie vollkommen ahnungslos. Und was meinen Sie damit? Herr Dr. Olsen, ich sehe doch, dass es Ihnen in den letzten Wochen nicht gut geht. Und das hat nichts mit der Praxis zu tun oder mit Stress. Oder der Situation im Allgemeinen. Ich habe überhaupt keine Idee, wovon Sie reden. Könnte es sein, dass Sie Liebeskummer haben? Nein, das kann nicht sein. Sicher? Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das geht also gar nicht um so viel. Mhm. Geht's noch? Ich soll mich ständig um alle kümmern und allen helfen. Aber wenn ich mal jemanden brauche... Was ist denn los? Es hat mal wieder niemand Zeit, um auf Sammy aufzupassen. Jonas hat schon alle angerufen. Ich kann doch aufpassen. Ich kann so eine Sammy-Party machen. Ich lade Fabi, Patti, Lisa, Vika, Maria, Lara, Kara ein. Und dann machen wir das alles zusammen. Bitte. Nina, danke, aber ihr seid alle noch ein bisschen zu jung dafür. Das sagt ihr immer. Zu klein für Achterbahn, zu jung für Horrorfilme und nicht alt genug. Ja, das ist ein Schatz, ehrlich. Aber sag's nicht, ich kann's nicht mehr hören. Ich sag mal so. Gute Nacht. Tut mir leid. Das wäre voll cool gewesen. Hey, was machst du denn hier? Hi. Überraschung, heute gibt's Pizza. Hallo. Hi. Hä, soll das Hefeteig sein? Kann ja auch ein Hefepfannkuchen werden. Da hast du aber Glück, dass ich dich nicht heirate wegen deiner Qualitäten als Hausmann. Übernimm mal. Du, übrigens, ich war heute bei deinem Bruder. Bei Balkan? Ich will ein paar Schritte auf deine Familie zu gehen. Mike? Okay, ich geb's zu. Papa und Balkan haben Vorbehalte gegen dich, aber nicht vergessen, du heiratest mich und nicht meine Familie, ne? Also die arrangieren sich schon. Aber versprich mir, dass du nichts Dummes anstellst. Kein Problem. Zieh das hier mal aus, bitte. Sonst wird das auch noch schmutzig hier. Na, oh, das kannst du auch schon mal ausziehen. Hm? So leicht kommst du mir nicht aus der Affäre. Ach was. Ja. Das ist ein ganz ein netter junger Mann draußen. Die sei doch so gut und mach ihm noch kurz eine Verlängerung, bitte. Dringend. Endlich schläft der Kleine. Und was ist Jonas? Der ist oben mit eingeschlafen. Hast du jemanden gefunden, der morgen auf Sammy aufpasst? Nope, hat mal wieder keiner Zeit. Es tut mir leid. Tobias fällt gerade aus und in der Praxis haben wir alle Hände voll zu tun. Hm. Ich muss mich doch auch einmal alleine mit Clara treffen können. Das wirst du auch. Nächste Woche habe ich jeden Abend frei. Hm? Wir kriegen was hin. Tobias? Ja, schön, dass du anrufst. Jetzt? Nee, das kriege ich hin. Bis gleich. Das war Tobias. Da muss ich jetzt hin. Alles klar. Das ist wirklich wichtig. Nächste Woche, hm? Versprochen. Schon gut. Alles läuft jetzt. Lang her, dass wir mal in Ruhe einen getrunken haben. Ja. Wie geht's dir? Was fragst du mich? Viel Arbeit, viel Familie, keine Frau, bescheiden. Und du? Keine Arbeit, keine Familie, viele Frauen, beschissen. Ist das jetzt die Midlife-Crisis? Maxim, Anfang 40, ich habe nie eine feste Beziehung gehabt, ich habe keine Kinder, du hast schon einen Enkel. Was habe ich überhaupt? Nichts, also war es das? Verstehe. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch, als,
als du mich gefragt hast, ob es okay wäre, wenn du dich mit Sophie triffst. Kam mir vor wie auf dem Schulhof. Ich glaube, ich habe dir und mir damals was vorgemacht. Wie? Das war gar nicht okay. Wieso? Ich dachte, dass sie dir nichts, also nicht so viel bedeutet. Habe ich mir eingeredet, weil ich verletzt war, weil sie mich abgelehnt hatte. Na gut, aber das ist ja lange her jetzt. Ja. Kriege also trotzdem diese Frau nicht mehr aus dem Kopf. Ja, wenigstens sind wir jetzt mal ehrlich zueinander. Wir lieben die gleiche Frau. Na, bravo. Und wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich wollte erstmal das hier erklären und deshalb habe ich angerufen. Und? Haben wir es geklärt? Fast. Ich habe mich entschieden. Ich möchte weiter als Arzt arbeiten. Und sehr gerne bei uns in der Praxis. Das ist eine gute Entscheidung, Tobias. Okay. Es kommt noch was. Hast du ein Problem damit, wenn ich mich mit Sophie treffe? Das soll meine respektablen Fürsprecher sagen. Moin, moin. Moin, moin. Der war einfach auf die Schnelle nicht drin, weißt du? Bist du sicher, dass du das durchziehen willst? Ja. Und weißt du lieber Bescheid? Nein, nicht ganz, aber ich will deinem Vater Respekt zeigen. Vielleicht akzeptiert er mich dann endlich in der Familie. Boah, Ibe, so langsam mag ich dich. Und hast du auch schon an die Morgengabe gedacht? Was ist denn das nochmal? Dann hast du was wie die Mitgift. Nur, dass es nicht die Braut mitbringt, sondern der Bräutigam. Und wozu soll das gut sein? So eine Art Alimente-Vorauszahlung, weißt du? Bei einer Scheidung zum Beispiel, da hat die Frau ein bisschen Kohle. Wegen Unterhalt und so, weißt du? Ach, du meinst sowas wie einen Ehevertrag? Ja, aber die Morgengabe darf jetzt nicht so kleinlich ausfallen. Okay. Dann lass uns mal rein und das Ding durchziehen, ja? Hals- und Beinbruch. Ja, das befürchte ich auch. Hallo Mama. Du musst ganz schnell herkommen. Mama, ich habe gerade mit dem Dienst angefangen. Ich kann ja nicht einfach so weg. Na, wie du willst. Kann es nicht bis später warten? Dein Bruder und dein Bräutigam sitzen hier mit merkwürdigen, halbseisernen Typen, ja? Und sind Mokka mit deinem Vater. Das ernst? Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, es geht nicht gut aus. Komm schnell, bitte. Okay, Mama. Ich dachte, wir wollten uns alleine treffen. Schon, aber... Ich habe einfach niemanden gefunden, auf den ich aufpassen kann. Ja, sicher. Du hast ungefähr 10 Leute, die du fragen kannst. Sieh mal, jetzt bist du doch ruhig. Also können wir auch ganz in Ruhe miteinander reden. Das glaube ich nicht. Ich wette, der wacht gleich wieder auf und brüllt. Also, was läuft da zwischen dir und Leon? Nichts. Ich will mit ihm ausgehen, aber ich weiß nicht, wie ich das anstelle. Ist doch ganz einfach. Tut mir wirklich leid. Ja, habe ich nicht gesagt. Kannst du bitte kurz halten? Ich muss die Decke richten. Hallo? Vielleicht Tante Clara ist sie schön, oder? Tante Clara, wie das klingt. Hier, willst du ihn wieder nehmen? Nein, nein. Ich glaube, er mag dich. Ich finde ihn auch ganz süß. Wenn du Leon so anschaust wie ihn, dann hat er keine Chance. Klar. Doch, wirklich. Ich habe dich die letzten Wochen echt vernachlässigt. Das tut mir leid. Ich kann dir ja keinen Vorwurf machen. Ich meine, das Kind raubt dir jede Luft zum Atmen. Ja, so ist das. Vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass es dich nur im Doppelpack gibt. Mit diesem kleinen Monster. Und diese kleine Schlange, weißt du? Ja, jetzt bist du runter hier. Jetzt bist du mein Monster. Ich finde es gut, dass du unsere Traditionen respektierst. Heißt das, dass ich Sibel heiraten darf? Nein. Nein? Also, nicht nein, wie du darfst meine Tochter nicht heiraten. Also, Sie sind damit einverstanden? Ich werde darüber nachdenken. Mit Gift. Was? Mit Gift. Ah, ja, genau.
Ich gebe Ihnen 20.000 Euro für Ihre Tochter. Nein, nein. 30.000. 40? 50.000. Oder nicht, Rambo? Aber ich glaube, du verstehst ihn falsch. Was er eigentlich sagen will, ist, dass er... 100.000 Euro, aber da muss ich vorher einen Kredit aufnehmen. Raus hier. Meine Tochter kann man nicht kaufen. Aber er meint... Mann, pass auf, mal das. Aber er meint doch nur das. Ja. Was ist denn hier los? Ja, frag doch deinen Herr Bräutigam. Könnt ihr mich mal ausreden lassen? Ich kann das alles erklären. Okay, also... Schnauze! Mike, was wird das hier? Du hast gesagt, du stellst nichts Dummes an. Ja, aber ich dachte... Sende um Eier oder nach. Los, jetzt, beide. So, Mama, Papa, die beiden haben euch was zu sagen. Ja. Es tut mir leid, ich wollte Mike nur unsere Tradition beibringen. Aber wahrscheinlich habe ich es... Verkackt. Einfach falsch erklärt. Es war nicht seine Schuld. Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Das Geld war eigentlich als Mitgift gedacht. Ich dachte, du willst mir meine Tochter abkaufen. Und wie soll das jetzt weitergehen? Aber wir lieben uns und wir haben ein Kind zusammen. Wir wollen jetzt für immer zusammenbleiben und ich bitte dich, gib uns beiden deinen Segen. Es ist mir total wichtig. Alle Hochzeitssäle in Hamburg. Aber für euch kommen nur 3 in Frage. Mama, ich muss los. Ja, nimm wenigstens die Liste. So eine Liste? Na, die Gästeliste. Hä, wann hast du die denn gemacht? Vor Jahren. 200 Gäste? Ja, ich musste mich total einschränken. Allein 40 aus der Türkei? Ja, die engsten Verwandten. So, die anderen werden böse sein. Was ist denn mit der Musikgruppe? Ha? Gruppe Tamtam, die magst du doch. Na, sollen wir die einladen? Mama, ich muss jetzt sofort los. Ich muss mich um meinen Patienten kümmern, ja? Und über diese Sachen reden wir morgen. Ciao. Ja, aber wir müssen doch noch über das Essen reden und über die Torte. Ach, Mensch, Kind. Guten Tag. Ist Dimitri da? Und wer will das wissen, wenn ich fragen darf? Seine Ärztin, er geht nicht ans Handy. Ist er da oder nicht? Da hinten. Danke. Dimitri? Dimitri, helfen Sie mir bitte! Was ist los? Dimitri, wach auf! Können Sie ihn rausziehen? Vorsicht! Langsam auf dich! Hier ist Dr. Aydın, ich brauche einen Rettungswagen. Meine Vermutung hat sich bestätigt. CO-Hämoglobinwert bei 38,3. Doch so hoch? Ja. Na, hätte ich ihn ein paar Minuten später gefunden. Ja. Seine Sauerstoffsättigung liegt bei 96%. Hey, Dimi. Wie geht's dir? Was ist passiert? Ja, oder plötzlich schwindelig. Bin ich eingeschlafen. Du hattest eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung. Du kannst von Glück reden, dass dich Dr. Aydın so schnell gefunden hat. Der Zauberlader muss unlicht sein. Ja, das wohl schon länger, hm? Weil dein epileptischer Anfall letztlich auch durch die Vergiftung ausgelöst wurde. Du bist aber kein Epileptiker. Und solange du dich von Abgasen fernhältst, hast du keinen weiteren Anfall zu befürchten. Das heißt, ich kann wieder rennfahren. So wie es aussieht, ja. Aber schmeiß den Turbolader weg. Wird gebracht. So, jetzt gibt's noch mal eine Prise Frischluft, ne? Geht's so? Ist Dimi schon weg? Seine Eltern haben ihn gerade abgeholt. Und Tee? Danke. Alles in Ordnung? Seit die Verlobung bekannt ist, drehen alle komplett durch. Wer dreht durch? Meine Eltern, mein Bruder, sogar Mike. Ja, ich war auch überrascht. Wieso?
Das ist ein großer Schritt, der will ja gut überlegt sein, ne? Wer sagt denn, dass ich nicht gut überlegt habe? Naja, nach einem Monat, das wirkt schon etwas schnell, etwas... Überlegen, absichern, kontrollieren, das mag jeder typisch für dich. Ich will ein persönliches Gespräch mit dir führen und wir enden in einer Fundamentalkritik an meiner Person. Für mich ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu heiraten, ja? Wenn irgendeiner damit ein Problem hat, dann ist es sein Problem. Ich sag das auch nur, weil wir doch etwas mehr sind als nur Kollegen, ne? Wir sind ja quasi Familie. Ich kenne es so, dass man sich in der Familie voneinander freut. Ja, ich freue mich doch für dich. Dann ist ja kein Problem. Ja. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass du angerufen hast. Aber schön, dass du gekommen bist. Wie geht's dir denn? Besser. Ich hätte aber viel früher merken müssen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Also ich glaube, ich habe total an mir vorbeigelebt. Was meinst du? Vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt dafür, wegen deiner Trennung von Max, aber... Sophie, du bist die erste Frau seit Ewigkeiten, bei der ich mich aufgehoben fühle. Und ich krieg dich also gar nicht mehr aus dem Kopf. Ist das nicht verrückt?